Servus Leute, herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ja, es geht wieder weiter am Low Budget Projekt. Es ist schon der 13. Teil und ja, es nimmt langsam Gestalt an. Im letzten Video haben wir den Kotflügel mit Stickerbomb beklebt und in irgendeinem Video, ich weiß gar nicht in welchem das war, ich glaube da, wo wir die Hohlraumversiegelung durchgeführt haben, haben wir gesagt, dass wir euch mal kurz zeigen, wie wir die Schrottgurte reinbauen. Und da wir heute Endstufe reinbauen und Subwoofer und schon mal das Kabel verlegen und die Sitze eh schon hausen sind, oder einer davon, zeigen wir euch das heute mal so im Komplett in diesem Video hier. Ja, ich muss mich erstmal recht herzlich an ein paar Abonnenten bedanken, weil wir haben nämlich was bekommen. Beziehungsweise, die hat Oliver uns zugeschickt. In dem Zuge haben wir ihm die orangen Blinker geschickt. Also danke deswegen, Oliver. Und dann haben wir hier noch was, eine Kennwort-Endstufe. Die habe ich mal vom Kollegen bekommen. Da habe ich ihn auch was repariert. Und wir haben uns jetzt überlegt, da die ein bisschen zu groß ist, werden wir jetzt heute die reinbauen, die Kennwort hier. Ja, wir mussten uns die Anschlüsse selber bauen, weil da gehört normalerweise ein Kompaktstecker ran. Aber da haben wir uns schon ordentlich was gebaut und mit Sicherung, Alter. Was ist dort drin? Der 30er, gell? Ha? 30 Ampere. 40 Ampere. Oder 40. Abgesichert ist er mit 30. Jo, Cinch-Kabel liegen da. Subwoofer haben wir auch bekommen von einem Kollegen. Dafür hast du ihn ja das Fahrwerk eingestellt, gell? Genau, Fahrwerk hat er eingestellt. Und ja, Radläufe gezogen. Jo. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Das ist ein bisschen heller. Wir haben jetzt vorne vom Kammverbinder hier bei oberhalb vom Lautsprecher, hier oben, haben wir uns jetzt einen Zündungsplus weggenommen mit einem Kabel vom original Kabelbaum, irgendeins halt, wo lang genug war. Ist jetzt halt nicht symbolisch in... Ja, das ist ja egal. So, und das ist jetzt lang genug. Da bin ich jetzt einmal von vorne hier rinder. Und dann verkleiden. Ist eigentlich wie ein Remote-Kabel. Und ich bin gerade blöd. Wieso? Jetzt habe ich wieder alles zusammengebaut. Ja, wir müssen das... Scheiße! Die Rücksitzbank raus, weil sowieso... Ja, so die anderen... Was nicht? Wissen die das schon mit den neuen Sitze? Ja, in irgendeinem Video haben wir es angerissen. Okay. Ich habe jetzt was ist nett. Für Kollegen Teile das jetzt gekauft. Grüne. Viele oder Türkise ist vielleicht nicht. Türkis, ja. Ist vielleicht nicht jeder seine Geschmackssache, aber ich denke mal für den verrückten Style, was das Auto bekommen wird, passt das richtig. Gut. Hier, wie wir sehen, habe ich jetzt schon mal, weil ja Schrotgurte, wie gesagt, reinkommen, habe ich jetzt hier schon mal an die originalen Gurthalter hier unten die Halterung mit dran gemacht. Das Ganze hier wegen so schräg, okay, das würde am Ende dann so wegen Sitzen leicht schräg, das gibt es jetzt leider nicht anders, weil es dann so hinter der Rücksitzbank, hier ist jetzt die Rücksitzbank, so dann rausguckt. So, und das ist halt ein bisschen leicht schräg zum Fahrersitz, aber das macht rein gar nichts. Beifahrer genauso, haben auch hier üben, elektrischen Kurzstraffer. Ja, wir müssen das jetzt anschließen, weil das ist ja gebrauchtes Zeug, das ist schon wegen hier gebastelt. Müssen wir jetzt halt die beiden verbinden. Bei dem hier ist das Plus auch schon verlängert, aber das bauen wir eh komplett neu. Ja. Und die Masse, hätte ich gesagt, die gehen wir hier hoch. Halt hier rüber, hoch. Und da oben haben wir dann einen Massepunkt. Da würden wir dann einfach da drauf gehen. Genau. Ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich hier mir so viel Mühe gegeben, alles wieder zusammenzubauen. Jetzt, wie gesagt, darf ich nochmal alles zerlegen. Das machen wir schnell und dann melden wir uns mal. So, dass ihr seht, wo wir das Cinch lang verlegen, das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst sowieso die ganze Karre innen zerlegen. Dann haben wir es jetzt hier oben über die Lenksäule gezogen, so ziemlich am Originalkabelbaum entlang. Und ja, da ein Stück da raushängen lassen. Oder? Das muss ich herziehen. Und was es braucht. So, jetzt gehen wir einfach hier mit dem
originalen Kabelkanal. Das ist aber jetzt das letzte. Das Gute an einem Sechszylinder ist, man muss kaputt das Pluskabel mit dran legen. Weil es hinten ist. Oh. So, gerade ist uns das Licht ausgegangen. Jetzt muss ich diese nette Lampe herstellen. Und was ich jetzt vorhab, ist wie folgt. Wir müssen jetzt hier einmal Masse anklemmen und einmal Zündung. Und das ist auf der Seite genauso. Ich habe jetzt schon mal alles vorverlegt. Also hier ein Massekabel. Wir haben uns nämlich hier oben am Originalmassepunkt ein Kabel weggeholt. Oder was heißt weggeholt? Wir haben uns eins dazu gelegt. Originalkabel vom Schlachtkabelbaum. Hier in den Kammverbinder. Hier habe ich zwei Kabel rausgehen lassen. Einmal für die Seite. Das habe ich jetzt hier einfach hergelegt. Das liegt hier. Und das andere habe ich jetzt original am Kabelbaum hier lang verlegt, hier lang. Und es geht jetzt dann darüber. Ja, ich würde sagen, ich löte den ganzen Spaß jetzt mal zusammen. Ach ja, und die Zündung hier, die holen wir uns von dem Kabel, was wir nach hinten für die Endstufe verlegt haben. Das trennen wir jetzt hier durch, löten es an, Schrumpfschlauch drum und dann passt es. Get the fuck back, you don't know what's going on with me. I just talk that shit until I'm buried underneath. 6 feet deep in the earth and they saying rest in peace. How could you compare me to them? I don't fucking bleed. Get the fuck back, you don't know what's going on with me. I just talk that shit until I'm buried underneath. 6 feet deep in the earth and they saying rest in peace. How could you compare me to them? I don't fucking bleed. And like they can't fucking read, how the fuck are they on Twitter then? Every time your girl see me, we getting intimate. Fill her up with C now, I'm getting ignorant. Y'all people are C now, if you're not into this swagger that I'm. Ich habe jetzt das hier festgelötet. Da ist die andere Verbindung. Mein Bruder lädt gerade hier oder macht Schrumpfschläuche. Ja, irgendwie sind das scheiß Schrumpfschläuche. Ja, die sind so billig, die waren noch ein Sonderposten. Achso. Ich finde meine Arbeit, ja, die sind qualitativ besser. Ja, alles. So, und jetzt, was haben wir jetzt eigentlich hier gemacht? Hier haben wir jetzt die elektrischen Gurtstreifen angeklemmt. Ja. Jetzt machen wir mal Zündung ein. Machen wir Zündung ein. Mal platzt jetzt gleich irgendwas. Aber ich länger schleife mal eigentlich nicht. Warte mal. Soll ich wieder ausmachen? Mach mal aus. Ah. Also, wie gesagt, Zündungsstufe 1. Jetzt ist er an. Oder? Du musst noch bitte. Ja, Filmen und Dings ist vielleicht nicht gerade so schön. Das war zu weit. Nee, war schon. Jetzt geht er wieder. Jetzt mach mal aus wieder. Wieder ausmachen. Rein ja, aber nicht mehr raus. Ja. Das ist die ganze Gurtstreif. Bei dem hier aber, das ist jetzt der ältere. Der geht irgendwie. Der ist vom. Er ist vom Design der gleiche Schrotgut alles, bloß das einzige, was ist, die älteren, die haben einen Druckknopf, da kannst du so drauf drücken. Und die neueren, da musst du wie so ein normaler Anschnaller so hier drücken. Okay. Weiß nicht warum, und das ist halt der neuere, der ist so. Und der ältere, der funktioniert genauso, sieht man ja. Aber den kann man halt immer, und das ist, ja. Deswegen habe ich den jetzt auf die Fahrerseite gemacht, weil man halt da doch öfters mal ein- aussteigt, bevor man die Zündung angemacht hat. Ja. Naja, ich würde sagen, das Chaos beseitigen wir später. Mhm. Jetzt schauen wir mal, ob die Endstufe läuft, weil die haben wir nämlich schon mal vorinstalliert. Mhm. Die einfach nur mal grob. Ja, das schauen wir jetzt mal schnell. Boah. Ihr seht, es funktioniert. Ich habe gerade noch ein bisschen an Endstufe rumgedreht. Und ja, ist jetzt nichts Wildes. Also der Subwoofer an sich
Ja, funktioniert, ihr hört's ja. So, ich hoffe, ihr könnt uns sehen, weil die Lichtverhältnisse sind schon wieder katastrophal. So, was haben wir jetzt eigentlich hier gemacht? Ja. Ein Abonnent hat uns mal in irgendeinem Video diesen DAB Adapter empfohlen. Der geht im Endeffekt wie? Man geht von der normalen Antenne weg und es splittet sich dann auf. Kann ich euch mal unten verlinken. Ich habe jetzt da bloß ein Minus noch angelötet. Jetzt schauen wir erstmal, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Hoffen wir. Sollte. Dauert immer ein bisschen, bis der. Schau, der hat auch noch das Dreieck. Ja, das erkennt man. Wie die Endstufe hinten. Das Piepen musst du noch ausschalten. Ja, so. Hab ich immer an. DB Error steht da. Warum? Warum, Leute? Funktioniert. Obwohl es. Obwohl es funktioniert, Leute. Nein, ich mach mal kurz hin. Obwohl es funktioniert, zeigt dieser Empfänger oder dieser Adapter DAB-Antenne Error an. Ihr habt ja gesehen, wir haben ja die auch noch montiert. Wir wollten ja, wie gesagt, das ausprobieren. Was hat der Spaß? Kostet 20? Oh, 19,99. Mhm. Falls jemand auch schon mal so ein Ding verbaut hat, weil irgendein Abonnent von uns hat schon mal sowas verbaut und hat gemeint, der hat top Empfang damit. Wir testen das jetzt mal. Ich hoffe, das klappt. Was uns jetzt stört, dass da Error steht. Hat da jemand einen Tipp, an was das liegen könnte? Mhm. Wenn dann, bitte in die Kommentare schreiben. Mein Normalradio? Ein Normalradio sieht so aus. Warte mal, wenn man sagt, mal dort mal Bayern 3. Der funktioniert. Naja. Endstufe funktioniert. Die Uhrzeit. Der Adapter funktioniert, zeigt bloß Error an. Radio funktioniert. Die Gurtstraffer da für den Sitz funktionieren. Jetzt müssen wir nur noch alles wieder innen zusammenbauen. Und dafür die Sicherung. Jetzt schauen wir mal, wir haben die Sicherung gerade mal rein. Ist jetzt normal Radio. Ist normal. Bayern 3 zum Beispiel jetzt hat. Tut mal einfach mal umschalten. Digitalradio. DAB Error. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Funktionieren dort? Also wenn jemand einen Tipp hat oder so, was es sein könnte, weil wie gesagt, den Adapter, was wir jetzt bestellt haben, hat uns ein Abonnent empfohlen, beziehungsweise mir mal, in dem Video, wo ich mein DAB-Radio reingebaut habe. Wie gesagt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, warum. Warum das so ist. Naja, ja. Sind schon ein Stück weiter. Wegen dem Radio, keine Ahnung, wir haben jetzt wieder die Originalantenne angeklemmt. Sitz ist mittlerweile drin, die Rückbank auch. Oh. Ein Sitz vorne. Ein Sitz, genau. Oh, zeig mal dein gutes Stück da, was ist denn da jetzt hat. So sieht es jetzt aus. Schöner Shortcut. Ja, wie ist der jetzt fest, fragen Sie sich bestimmt. Das können wir ja mal kurz zeigen. Also vorne erstmal. Vorne? Ist er erstmal nur drin. Ne, der liegt ja hier nur hinein. Fest ist hier rein gar nichts. Eigentlich unter die Kopfstütze drunter. Ja, unter die Kopfstütze gehe ich drunter, dann bleibt da wenigstens schön innen. So. Und hinten. Sehen wir zwar jetzt eh nicht viel. Einmal der Gurtstraffer, den wir reingebaut haben. Der sitzt jetzt hier. Da gehen die halt jetzt hin. Ja, und die unteren, die Beckengurte nennt man es, glaube ich. Die hast du an die unteren Schrauben mit festgemacht. Ja, das Problem ist, ich habe die jetzt verdreht eingebaut. Die darf man mal losschrauben eigentlich. Ja. Naja, auf jeden Fall so in dem Sinne. Sind sie fest? Ja. Und in dem Zuge habt ihr jetzt im Endeffekt, nur mal die Lampe kurz weg, habt ihr jetzt die Sitze einmal gesehen, weil ich glaube nämlich nicht, dass ich die in irgendeinem Video schon mal gezeigt habe. In Instagram habe ich sie gezeigt. Ja. Also wie gesagt, so sieht es jetzt aus. Und ja, ihr seht es ja nochmal. Also ich zeige es euch nochmal. So sieht das Ganze aus. Jo, Instagram haben mich auch viele angeschrieben wegen der Stickerbomb-Folie.
dass wir da noch eine Transparentfolie drüber ziehen sollen oder gegebenenfalls Klarlack, weil die einzelnen Aufkleber sich mit der Witterung und im Winter wahrscheinlich dann lösen werden, werden wir die Tage noch machen. Eine transparente Folie drüber ziehen. Das zeigen wir euch jetzt, denke ich, nicht, weil das sollte dann selbsterklärend sein. Und ihr habt auch viele, viele nette Kommentare in die letzten Videos geschrieben, auch wegen der Vorderachse, die Probleme, was wir hatten. Die haben wir jetzt dann im Endeffekt schon selbst gelöst. Wir haben dann mit der Lötlampe, sag ich jetzt mal, oder mit so einem kleinen Bunsenbrenner, das Ganze erwärmt, also die Schrauben, wo nicht aufgingen. Und dann ging es einwandfrei raus. Ja, wie ihr seht, ist halt immer noch Baustelle hoch 10. Ja, vom letzten Video, da habt ihr ja den Kotflügel gesehen, wie wir den mit Stickerbomb beklebt haben. Das ist jetzt ungefähr eine Woche her. So, dass ihr mal wisst, wann die ganze Sache entsteht. Ja, und ich würde sagen, für dieses Video ist es wieder gut genug. Ihr habt jetzt ein kleines Update von dem Fahrzeug. Und im nächsten Video schauen wir mal, was wir machen. Werden wir sehen. Vielleicht steht er ja dann schon auf die eigenen 4 Rädern. Und dann zeigen wir euch mal, ja, so im Kompletten. Oh. Ja, Anschnaller vergessen. Nee, ja, wie gesagt, bevor ich jetzt noch lange um den heißen Brei rede. Wenn das Video gefallen hat, lasst mir ein nettes Kommentar da. Natürlich dürft ihr auch ein Abo da lassen, wenn ihr jetzt hier von diesem ganzen Zeug da mehr sehen wollt. Und natürlich, in dem Sinne, Servus Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.